Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Live und Rebrace. Ich bin Keule und wir schauen uns heute mal, ja, im Laufe des Videos die Auktion vom heutigen Sonntag an. Und da gibt es zwei Sachen, die ja, zum einen Teil interessant sind, zum anderen Teil, ja, ich würde nur sagen, ein bisschen überflüssig. Wir haben einmal den Warhammer 40.000, die Verstärkung. Da gibt es Wut des Imperators, ungeteiltes Chaos als ja, irgendwelche Lacke, glaube ich, passend für Fahrzeuge aus Deutschland und passend für Fahrzeuge aus Russland. Und dann, glaube ich, zwei Skins, oder sind das zwei, keine Ahnung, könnten auch zwei Besatzungsmitglieder sein. 3.500 Gold, wer dafür Gold ausgeben möchte, ich würde es nicht machen. 30.000 Stück gibt es insgesamt. Ich denke mal, dass das für das Mindestgebot weggehen wird. Der zweite ist schon etwas interessanter, da geht es um den Gonzalo Stufe 8 Premium Heavy der britischen Streitkräfte. 10.000 Gold müsstet ihr mindestens investieren, dann bekommt ihr einen Einzelschuss Caliban, der sich ja, absolut sehen lassen kann, was zumindest die Werte im Nahkampf angeht. Auf Entfernungsspielen bringt da nichts. Wenn ihr irgendwas im Hintergrund schreien hört, das ist meine kleine Tochter, die da ein bisschen am Spielen ist. Bevor ich zum Spielen komme, muss natürlich auch die Kleine versorgt werden. Also nicht wundern, so ist das. So, 10.000 Gold. Ich glaube nicht, dass er für 10.000 oder für 12.000 weggeht. Da wird man ein kleines bisschen mehr investieren müssen. Wer also noch Gold übrig hat, könnte hier zuschlagen. Wenn er den Caliban schon hat, denke ich mal, wird nicht so einen großen Unterschied machen. Wir werden uns auf jeden Fall eine Runde im Caliban anschauen und den Gonzalo dann morgen oder übermorgen einmal dran nehmen. Wir gucken uns erstmal schnell die Werte an. Vielleicht lohnt er sich, vielleicht auch nicht. Dazu habe ich hier auf Vergleichen. Konfigurieren brauchen wir nicht. Sondern wir gucken uns den gleich mal direkt an. Gonzalo. Wir haben 440 Alpha-Schaden bei 240 Durchschlag auf Standardmunition. Premium-Munition bei dem Fahrzeug ist Hash, hat 209 mm Durchschlag und 530 Alpha-Schaden. Und auf der normalen HE-Munition haben wir 60 Durchschlag bei 530 Schaden. Nachladezeit 14,38 Sekunden, also kann man natürlich deutlich verbessern. Man sollte auch die Verbesserung, die drei Slots, die man hat, grundsätzlich in die Verbesserung der Kanone investieren. Schneller machen muss man den nicht, das werden wir gleich noch besprechen. Wie gesagt, Nachladezeit 14,38 Sekunden, Höhenrichtbereich 10 Grad nach unten, 12 Grad nach oben. Also hat ordentlich Gun Depression, kann man wunderbar am Hügel fahren. Wir haben eine Zielerfassung von 3,2, das ist gar nicht mal so übel. Aber wir haben eine Streuung von 0,45. Also alles, was möglich ist, in die Nachladezeit und in die Streuung, um das Ganze zu verbessern, dann macht das auch Sinn. Ansonsten eher nicht so. Mittlerer Schaden pro Minute 1836. Das heißt, wenn ihr einen Schuss abgelassen habt und habt selbst hier die beste ja, Ausstattung drauf, braucht ihr mindestens schätzungsweise 11,5 oder 12 Sekunden, um wieder nachzuladen. Das macht euch natürlich äußerst empfänglich für diverse Munitionsarten, die der Gegner dann versucht auf euch zu streuen. Von daher immer vorsichtig sein. Ich würde nicht das Fahrzeug nicht alleine fahren. Das macht ja relativ wenig Sinn. Einen, der ein bisschen schneller nachlädt, vielleicht ein Centurion, nee, Centurion nicht, aber ein Carbon Action X eventuell, der lädt innerhalb von 4,8 Sekunden nach. Macht zwar nur 230er Löcher. Aber er kann euch die Feinde fernhalten. Wenn ihr mit den beiden zusammen im Gefecht irgendwo in der Stadt unterwegs seid, weil der gehört nun mal in die Stadt, dann könnt ihr euch, glaube ich, auf recht gute Runden gefasst machen. Wir haben nur 43 Tonnen, wenn er komplett aufgeladen ist, aber 850 PS für den schweren Panzer. Das ist richtig, richtig ordentlich. Bedeutet 21 PS pro Tonne. Er hat zwar nur 37 km/h vorwärts und 15 km/h rückwärts, aber ich denke mal, die 37 km/h, die erreicht er streckenweise sogar bergauf. Also er ist auf jeden Fall sehr, sehr gut motorisiert. Ist jetzt nicht für die Höchstgeschwindigkeit gebaut, aber er kann zumindest, ist durchzugsstark und man kann auch mal im Hügel recht vernünftig einsetzen, wenn man keine Stadt in der Nähe ist. Ansonsten, Panzerung. Wandpanzerung 130 mm frontal, noch dazu dieser Winkel. Das heißt, ihr kommt durch die obere Wanne nicht ganz so einfach durch. Ihr habt 35 mm an der Seite und 35 mm hinten. Das bedeutet, zum Sidescrapen ist die Kiste annähernd ungeeignet. Der Turm hat 250 mm frontal, noch dazu diesen Winkel, hat allerdings hier oben einen Weak Spot, den man relativ leicht treffen kann und der dann auch ja, nicht ganz so viel aushält. An der Seite 80 mm und 50 mm hinten.
Also ein Fahrzeug ist ausnahmslos frontal einzusetzen. Die Seite ist so gut wie nie zu zeigen, ansonsten habt ihr da sofort die Munition vom Gegner drin. Sichtweite 380 Meter, kein Panzer für Scouten, würde ich mal so sagen, ist eben auch ein typischer schwerer Panzer. Ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde mit dem Caliban, wer den noch nicht hat, kann man ungefähr sehen, wie es dann später läuft. Der Gonzalo dürfte sich nicht großartig anders spielen, außer dass der Caliban halt eine Autoloderkanone hat. Der Gonzalo ist ein Einzelloder. Ich würde sagen, wir springen ins Replay und gucken mal, was der Brite so drauf hat. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Wir fahren eine Runde, oder wir fahren mit eine Runde im Caliban bei Game Balancer. Und wir haben drauf die 152mm Kanone drauf mit 850 Eiferschaden bei 180 Durchschlagskraft auf Standardmunition und auf panzerbrechenden 292 Durchschlag bei 600 Schaden. Das ist schon eine ordentliche Wumme. 37,2 Sekunden Nachladezeit. Das ist ja für zwei Schuss, aber die haben halt jedes 850 Schaden. Das ist schon richtig, richtig übel. Den muss man irgendwie ganz speziell fahren. Nicht wie einen Autoloader, sondern halt ein bisschen extra. Ja. Meine Tochter erzählt mir gerade mit ihren 9 Monaten, was sie heute den ganzen Tag erlebt hat. Ich mache da meistens eine Geschichte draus. Und ist immer recht interessant. So. Der erste Schuss ist gleich drin. Zack. Und für den zweiten brauchen wir dann 21 Sekunden. Also 37 Sekunden für den ersten, 21 für den zweiten. Ja, kann jeder selber entscheiden, ob er mit sowas unbedingt umgehen möchte. Wie gesagt, sollte halt dann auch jeder Schuss sitzen. Und nach Möglichkeit sollte auch jeder Schuss durchgehen. Auf jeden Fall vorsichtig sein. Wir haben zwar nur 2 TDs. Holla die Waldfee, da kriegt einer 315 nur. Den haben wir nicht richtig durchschlagen. Oh, Sprenggranate. Hat nicht richtig durchschlagen. 180 Durchschlag müsste eigentlich reichen. Wenn man beim Franzosen da ein ordentliches Loch erzeugen möchte. Den triffst du nicht. Den triffst du nicht. Beim besten Willen, da ist die Kanone viel zu ungenau. Das ist die ewig lange Einzielzeit. Hab ich gesagt. Den triffst du nicht. Zumal er sich bewegt. Es macht ganz wenig Sinn hier, den ersten und den zweiten Schuss hintereinander rauszuhauen. Also wirklich, wenn du um die Kurve fahrt und ihr habt den ersten Schuss angebracht, Schaden gemacht und der zweite Schuss könnte den Gegner killen, dann macht es Sinn. Man muss es wirklich extrem überlegt einsetzen. 23,3 Sekunden für den zweiten Schuss zum Nachladen. Boah. Das ist nicht lustig, wenn es auf einmal 37 Sekunden ohne Munition dasteht. Da gibt es Panzer, die euch da in Stücke schießen. Mit über 3000 DPM pro Minute. Also Damage pro Minute. Seid ihr, ja, unter anderem gegen einen Carnivon extrem schlecht dran. Also alle, die noch keine Kinder haben, ich kann es euch nur empfehlen. Kinder sind ein echtes Geschenk. Bin sehr gern Papa geworden und bleib auch sehr gern Papa. Ich habe das noch nie eine Sekunde bereut. Nicht einmal. So. Wir widmen uns wieder diesem Spiel hier. 315 Schaden haben wir gemacht. 175 Schaden haben wir geblockt. Wir haben ein bisschen was von der Artillerie auf den Deckel bekommen. Zum Glück ist da nur eine da. Hier haben wir noch eine mit. Boah, Treffer, aber nur für 80 am gegnerischen Caliban. Das reicht nicht aus. Einzielen. Und jetzt müssen wir noch warten, bis der Schuss nachgeladen hat. Jetzt würde ich nicht schießen. Man kann dem Schuss auch noch so geil ausweichen. Was haben wir für Geschwindigkeit? 600 noch was, ne? 354 Meter pro Sekunde, um Gottes Willen. Da brauchst du keine Stoppuhr, sondern eine Sanduhr, um die Geschwindigkeit zu messen. Bist du noch zu retten? Ei, der Witz, Kalle. Wah. Katastrophe. Artillerie küsst uns nochmal. Ich glaube, nur die schießt noch ein bisschen langsamer, aber ich bin mir da nicht sicher. Würde ich nicht unterschreiben. Nein, da ging es sonst wohin.
Also sehr viel Munition am Anfang hier verschwendet. Da haben wir einen Tornwagen, der bleibt erstmal hängen. Mit Standardmunition und 400 Alpha Schaden. Nochmal. AE ist drin, müsste reichen. Na, das war noch nichts. Doch, der hat getroffen. Wunderbar. Jawohl. Das war so ein typischer Grund, oder so eine typische Situation. Rausfahren, beide Schüsse anbringen, Tornwagen damit rausnehmen und alles richtig gemacht. Der erste hat nur 68 Schaden gemacht, der zweite 290. Das hat auf jeden Fall gereicht. Artillerie gibt uns nochmal 68, schießt also leicht daneben. Wir können theoretisch reparieren, wissen aber, dass nur die Artillerie auf uns schießen kann. Dementsprechend wird das Reparaturset hier nicht genutzt. Wäre Verschwendung. So. Wieder fast über eine halbe Minute vergangen und wir haben den nächsten Schuss nachgeladen. Artillerie weiterhin fleißig darauf, aus uns da die Munition in den Leib zu pumpen. Aber das lassen wir uns natürlich nicht bieten. Hinten auf der Heavy Line haben wir aktuell verloren. Progetto 46 in die Kette. Haben hier ein sehr schönes Schutzschild, nämlich das Wrack vom Liberty, das uns dabei hilft, nicht direkt von hinten beschossen zu werden. Und wir werden uns jetzt hier ein bisschen absetzen müssen. Also Caliban natürlich mit deutlich mehr Alpha-Schaden unterwegs. Interessante Kanone würde ich auf jeden Fall dem Gonzalo sagen, zusagen und nicht dem. Meine Meinung. Kann man natürlich immer noch anders sehen. Ich würde grundsätzlich immer eure Meinung interessieren. Also wenn jemand da eine andere Meinung hat, bitte, das stört mich nicht. Selbst wenn er die, sagen wir mal, auf robuste Art und Weise vorsagt und euch da ein bisschen in der Wortwahl vielleicht ein bisschen vergreift, das ist nicht schlimm bei mir. In keinster Weise. Ihr dürft ja gerne eure Meinung sagen. Auch, dass ich da komplett daneben liege und dass ich ein absoluter Idiot bin, absolut kein Problem. Damit kann ich leben. Es ist für jeden, jeder hat da die Möglichkeit, seine Meinung zu sagen. Kanone ist nach rechts ausgerichtet, raus und zwei Schüsse rein. Kann man machen. Zieht sich schon zurück. Treffer mit 287. Und noch ein? Nee. Vielleicht kann ja jemand stoppen. Bäm, da war er draußen. Und 37,5 Sekunden Nachladezeit für den ersten Schuss. 2162 Schaden haben wir gemacht. Wir haben unseren dritten Kill geholt. Aber wir haben hinten auf der 8er, 9er und 0er Linie drei Panzer, die da ordentlich Druck machen. Und das tatsächlich ein bisschen auf den Sack gehen können. Heavyline haben wir tatsächlich gewonnen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber scheint zu funktionieren, wenn man möchte. Alles, was irgendwie schwer gepanzert ist, frontal natürlich immer etwas schwerer auseinanderzunehmen. Zumal man mit der Munition nicht unbedingt so das Riesenglück hat. AE ist ja längst nicht mehr das, was es früher mal war. Wenn die Schüsse sitzen, macht unheimlich viel Spaß. In der Regel aber machen die nur einen Bruchteil des Schadens, den sie eigentlich imstande wären zu machen. Vielleicht ist der AT in die andere Richtung ausgerichtet. Da können wir hier einen Schuss aufs Heck vom Briten abgeben. Probieren wir mal. In der Seite. Bäm, 720 Schaden. Ja, da ist er weich. Da ist auch ein AT-15 richtig weich. Ganz locker rausgenommen. Meine Tochter ist gerade am Eskalieren. Kleine Früchtchen. Ja, ein richtiger Goldschatz. Haben ewig lang gebraucht für den Herstellungsprozess dieses kleinen Knopfes. Aber hat sich gelohnt. So, 10 zu 7. Läuft nicht so gut für den Gegner, würde ich sagen. Für uns schon ein bisschen besser. 230 PM. Die wäre zwar kein One-Shot, aber wir könnten sie zumindest auf ein Drittel runter dezimieren, wenn der Schuss trifft mit AE. Warten wir mal ab, bis sie herkommt. Kommt sie her? Sie kommt her. Hätte man vielleicht ein bisschen früher rausfahren können. Hat nicht funktioniert.
Wir haben sich eh unseren Aufklärer geholt. Trotzdem steht es immer noch 11-9, sind zwei Panzer vorn. Und der Gegner hat seine Artillerie eingebüßt. Das bedeutet Steilfeuerunterstützung aktuell nicht mehr möglich. So, wie gesagt, ihr merkt schon, man muss ein bisschen spezieller fahren. Liegt nicht jedem. Hallöch, Popöchen. Schuss in die Kette. Na, guten Morgen. Progetto, Schuss in die Kette. Zweiter Schuss in die Kette. Super. Ah. Da will jemand unbedingt wissen, wie es läuft. Schießt daneben. Hat eh schon so eine lange Nachladezeit. Wir laden noch in Ruhe nach. Treffer Nummer 1. Nachladen. Hey! Da klaut uns einer einen Kill. Wie frech, wie frech, wie frech. Jetzt bleibt doch übrig ein 703 Doppelgeschütz und ein Progetto 46. Danach ist das Ding ebenfalls durch. 3700 Schaden haben wir schon gemacht. 1445 Schaden haben wir schon geblockt. Und ein klein bisschen was aufgeklärt. Und mein kleines Madela macht sich hier an meinem Stuhl zu schaffen. Ja. Mal sehen, ob wir noch einen rauskriegen. Aktuell sind wir mit 4. 4 Kills. Recht gut dabei. Das ist immer das Problem. So zum Schluss hin will keiner so richtig Licht machen. So. Da haben wir den schweren. Doppelgeschützturm, einer der stärksten. Schweren Panzer auf Stufe 8, gerade was die Premium-Fahrzeuge angeht. Immer noch nicht der stärkste, meiner Meinung nach zumindest. Weil ich halt so ein bisschen einer bin, der auf Gun Depression steht, finde ich den Carnivon immer noch am besten. Bäm, 630 Schaden. Ist schon eine üble Wumme, ist schon eine richtig, richtig üble Wumme. Über 4300 Schaden gemacht, wir haben 5 Kills geholt, knapp 1500 Schaden geblockt und 191 Schaden aufgeklärt. Mal gucken, was es dafür so Leckeres gibt. So, came back to this game. Okay. High Kaliber, Fire Effects ein bisschen gedöns, ein M gibt es auch noch oben drauf, 161.000 M1, 15.000 XP insgesamt. Wir haben 1435 Basis XP geholt, reicht natürlich beim M aus. Absolut, 13 Schüsse abgefeuert, 11 getroffen, 5 durchschlagen. Kommt davon, dass man so viel mit HE schießt, ist aber okay. Wir haben 111.000 plus gemacht für Munition und für Konsumgüter, recht viel ausgegeben. Insgesamt, glaube ich, 50.000 haben sie uns hier abgezogen, ist okay. Wir haben über 3 Kilometer auf der Kette und das Ganze in etwa 11 Minuten runtergespielt. Das ist der Caliban. Wie genau der Gonzalo an den Caliban rankommt, kann ich natürlich noch nicht sagen. Müsste man im Gefecht sehen, das sehen wir uns auf jeden Fall noch an. Das soll es auf jeden Fall von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, draufklicken, Like da lassen, Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.